Heilige Scheiße. Heilige Scheiße war das Damage. Das ist halt absolut Dogshit, ne? Ein Ice Punch. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Renegade Platinum. Wir sind jetzt hier angekommen in, ich habe keine Ahnung, wie ich auch das ist, Schweide oder so. Und wollen heute die Kampfarena machen. Und dazu habe ich mal was Glückskleines vorbereitet, und zwar ein komplett neues Team mit ein, zwei, die wir schon kennen. Wir haben unter anderem jetzt ein Spiritomb dabei. Ja, mit Elementwesen, was nicht so geil ist, denn tatsächlich ist es, ups. Sehe ist es hauptsächlich Spezial, Spukball, Dark Pulse, Psychic Call, mein Substitute, so ein bisschen Storm mit Leftovers, die ich übrigens bei dem Windkraftwerk da, bei meinem Fax so ein bisschen gefarmt habe. Dann haben wir einen Gyarados dabei, ebenfalls neutral, Intimidate, kennt ihr auch alles, hat sich nichts geändert. Iron-Typ ist jetzt auch immer noch wieder mit am Start, hat sich auch nichts wirklich geändert. Dann haben wir neu dabei Granbull, unsere Fee. Plus Death Nature, haben auch physisch-defensives ja, mit DV trainiert. Mit Playworth, Crunch, Big Break, Thunder Wave. Leider kein Bedroher, sondern Quick Feed, aber könnte auch mal ein Quick sein, aber naja. Dann haben wir unser Tank Salat am Start mit 100 Spezial, 86 Def und 157 KP mit einem guten Wesen. Ja, okay, ein Wesen. Ja. Und mit den Screens, mit Light Clay. Wäre wahrscheinlich ein bisschen kritisch, weil wenn die ganzen Big Break können, dann naja, aber. Sollte ja trotzdem ganz gut sein. Und das ist unsere offensive Power mit Blade. Wir haben sowas Steadfast, was ganz gut ist, falls wir geflincht werden durch Mogi-Heap oder sowas. Element Nature, perfektes Galagladi, I guess. Und ja, das ist das Team, womit wir jetzt in die Arena reingehen werden. Ich bin mal gespannt, wie das so wird mit dem Team. Ich habe, glaube ich, zwei Flug-Pokémon habe ich dabei, ne? Wie Typ habe ich, glaube ich. Ich habe zweimal Flug, glaube ich, dabei. Genau, zweimal Fee. Ja, einmal Psycho, einmal Geist. Das sollte hoffentlich gut gehen. Hauptsache, wir schaffen irgendwie die Arena. Was willst du denn jetzt hier? Hallo, Lucia. Ja, genau. Okay, die ist aber nur Bullshit. Hallo, Marinus. Naja, wir sehen uns dann in der Arena drin, ne? So, Kampfarena immer sehr gefährlich, gerade in der Offensive. Deswegen, ich rechne hier mit Verlusten. Ich bin ehrlich, ich rechne hier mit Verlusten. Jetzt sei ich auch nicht bei den Vortrainern, aber auf jeden Fall bei der Leiterin. Vor allem, weil hier Signature ein Lucario ist. Und vor Lucario muss ich Angst haben, weil ich nicht weiß, ob es physisch oder speziell ist. Und ja, allgemein halt. Okay, mit 33, aber Hollow ist schon ein bisschen squeak. Der Wickel ist ja auf 39. Das ist sehr schwach, muss ich sagen. Spiel. Das ist ja wirklich schlecht. So. Ich habe übrigens auch bei den Windkraftwerken habe ich auch das Drifton gefangen, denn heute ist zufälligerweise Freitag, wenn ich das hier aufnehme. Und da dachte ich mir, gut, dann fangst du es ja, ist ja so gesehen ein Static Encounter, das heißt, ich darf es auch fangen. Und hab's dann aber gemacht. Weiß ich, wäre irgendwie 14 oder sowas und ist jetzt auf der Box. Ich habe tatsächlich noch nicht angeschaut, aber wenn ich das nächste Mal an der Box bin, können wir uns das ja gemeinsam mal anschauen. Wenn ich dran denke. Aber das war. Ja, das stimmt Thema. Turkunk habe ich gar keinen Bock auf eine Psychokinese, auch wenn. Oh, das Ding ist schneller und rückt super gar. Ich glaube, der Trainer ist echt weak. Bin ich ehrlich zu euch. Dann wollen wir mal schauen, was der zweite hat. Ja, guck mal, der hat doch schon mal ein bisschen was Gefährlicheres. Ein. Rasaf. Nein, ich wollte nicht auf Dark Pulse, ich wollte auf Psy gehen. Okay. Verklickt, man kennt ihn. Ja, das hat natürlich gar keinen Schaden. Wer ist gedacht? Ja, der hat aber auch den Jungen natürlich nice. Ich könnte natürlich versuchen. Oh, danke, dass es übergangen ist. Ich könnte natürlich versuchen, am Anfang Gedankengut rauskriegen mit Anubis, wenn da immer drin ist. Wenn ich weiß, dass der Gegner irgendwie nichts gegen mich kann. Wobei ich schon damit rechne, dass sie Gegner Courage haben gegen Geister. Vielleicht nicht sowas wie Swagger, weil Swagger suckt. Swagger suckt richtig. Warum können die alle Swagger? Das nervt.
Okay, wir wechseln euch mal aus. Und ich move kommt jetzt, ne? Ja, jetzt mal gehen wir raus auf Granbull. Die richtige Fee. Wild Fairy! Night Slash. Die sind gut gebulkt auf dem Jungen. Ja, das macht gar nichts. Nehmen wir mal Lefties. Ich glaube, ich habe auf meinen 4 auf meinem Monster mich Lefties drauf, weil Lefties einfach OP sind. Zum Glück der. Oh, warum? Trust Job kommt. Okay, ist besser als. Ist viel lieber als Dings. Wow. Als Swagger. So, das war's jetzt aber hoffentlich mit Razaf. Sehr schön. Klackvieh. Nur auf 37. Oh Gott, Nasty Plot möchte der lernen. Upsi. Ich glaube. Ja, machen wir für Core Mind. Dann haben wir jetzt wirklich das Beast mit Nasty Plot und Substitute. Ich glaube, da kommt erstmal so schnell keiner durch. So, was hast du noch? Hariyama. Mhm. Der juckt mich eigentlich gar nicht. Ja, wenn man Fakeout ist, okay. Das ist okay für mich. Ich denke, ich könnte schneller sein, aber ich muss nicht. Ich bin nicht schneller. Ja, der kann natürlich einen Bullet Punch haben. Ja, das tut auch weh, aber ja, okay, das macht nicht so viel. Playoff trifft. Ich glaube, ich habe Full Attack und Full Defense auf den drauf, ne? Ich glaube, ja, ich habe Full Attack, Full Defense auf den drauf. Könnte reichen. Nein! Reicht ganz knapp nicht aus. Das ist natürlich belastend. Aber dann gehen wir auf einen safen Kill mit Brick Break. Oh, ein Bullet Punch, aber ich habe selbst den Crit, wird mir nicht rausnehmen. Ja? Nee, ganz, oder? 34? Ach, nee, hätten wir überlebt mit irgendwie 8 KP oder so. Das war ausgemessen. Hoppadam, bam, bam, dam, 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 dam. Ein Breloom. Ein Breloom. Da gehen wir mal raus auf den Karpfen. Denn der hat sowohl eine Flugschwäche als auch eine Eisschwäche. Und ist physisch, das heißt, mein Bedrohung macht auch nochmal Sinn. Und der langweilt mich. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Mein liebes Kopf. Nein! Ja, ich schaffe ihn in Runde. Techniker Bullet Seed macht. Boah, scheiße, Alter. Das macht ganz schön viel. 18. 18 mal 5 sind 90. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Was machen wir jetzt? Warum damage das denn so viel? Der ist auf minus 1. Gut, dann machen wir es halt langsam mit, mit Salat. Tempo Heap? Ist das dein Ernst? Random. Dip, dip, dip. Draining Kiss. Ich glaube, ich kill noch nicht ganz. Nee, kill nicht. Diesen Speziallaufen ist nicht so gut. Und da kommen wir ins Bohr. Willst du mich verarschen? Naja. Er hat gerade einen Dollar Punch. Ich habe das gehofft, dass. Oh mein Gott. Wenn der jetzt auch Patronen. Oh, ich muss hier auswechseln, ne? Wenn der jetzt hier ein Patronen hat, dann killt er mich. Ich habe gedacht, dass ich mit einem Aeros kille. Aber. Nee. Kommt aber nur der Thunder Punch. Ah. Sollte eigentlich schneller sein. Bin ich auch. Sehr gut. Das war's mit Okchan. Ich hatte jetzt alle drei Robotsentwicklungen. Also wenn die Kikli kommt. Ja, kommt auch. Bleib ich glaube ich drin. Wir geben ihm einen Speed Boost. Das Ding ist. Alter, das macht viel zu viel Schaden. Wenn ich misse, ist er tot. Ja, dann geht raus auf Gumball. Ich frage, was kann der halt, ne? Was kann der halt, schönes High Jump Kick? Ich glaube, der hat mich aber rausgenommen, ne? Ja, what the fuck, der hat mich sowas von rausgenommen. Wenn der Gumball schon 40 zieht, dann hätte er mich safe rausgenommen. Focus Energy, du musst treffen. Oh mein Gott, ich hasse mein Leben. Du solltest treffen und nicht daneben hauen. Das ist einfach schlecht.
Okay, kein Crit. Triff! Danke. Holy Macaroni war das wichtig. Ja, das ist ein Todeshitmonlee. Oh, war das wichtig, ey. Und dann kommt jetzt noch Hitmon Top. Ich bedrohe, ne? Ohne Bedroher. Ja, Nubis sollte durchregeln. So, das dürfte eigentlich jetzt, glaube ich, sogar schon der letzte sein. Skarbon ist natürlich ein dankbarer Gegner. Das hat eine doppelte Flugschwäche. Der sollte jetzt finito und adios sein, ne? Unser armes Skarbon ist auch schon tot. Geiles Pokémon war das. Ein geiles Pokémon. Oh, ein Bodybreath. Salat dürfte das regeln. Klar, da kann sowas wie Eispunch haben, aber. Das ist ein fucking Salat, Alter. Und erstmal kommt erstmal ein Waterfall, ja. Und die können uns auch noch heilen mit Draining Kiss. Das macht nämlich gar keinen Schaden. Dürfte sogar langsam. Wir sind sogar schneller. Hier wieder Outspeeden und Quappo. Das ist interesting. Kommt nochmal ein Waterfall. Ja, das ist alles bisschen gar nichts. Das ist einfach gar nichts an Schaden. Gehen wir auf den Energy Ball und dürften den, glaube ich, auch schon killen, ne? Ist der stärker als Running Kiss? Ja. Das war ein schneller Kampf. So, ich habe jetzt alle auf Level 39 gemacht. Level 30 ist auch Level Cap, glaube ich, so wie es ist. Ich habe dazu mich entschlossen, mit Blade zu leaden, da ich den schwierig irgendwo reinwechseln kann mit der Tiefverteidigung. Genau, der hat noch Dragon Dance erlernt. Finde ich sehr nice. Der hat nichts gelernt. Der hat auch nichts gelernt. Der hat auch nichts gelernt. Und der hat noch Dragon Claw, habe ich noch beigebracht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach rein in den Kampf. Ich bin ein bisschen Dings. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Hatte ich allerdings bei Sylvana auch, wo wir ja fast draufgegangen sind. Der gute ist aber auch nur wegen dem schissenen Carpels. Aber, ja, ich bin gespannt, was Hilda so drauf hat. Okay, sie leadet mit Mailchimp. Das heißt, es ist Psychokampf gegen Psychokampf. Frage ist, die ich mir gerade stelle, sind wir schneller? Ich glaube, ich möchte eigentlich gar nicht hier drin bleiben, oder? Was macht der eigentlich gegen. Der macht doch nichts gegen Anubis, oder? Wir haben zwei Immunitäten: Kampf und Psycho. Was wird er machen gegen Anubis? Fake-outen. Hier auf den Sub. Ice Punch kommt. Wie viel macht es? 108 auf. Ah, es macht zu viel, glaube ich. Macht, glaube ich, zu viel, ne? Belastend. Das ist belastend. Okay, dann, tschüss, Dings. Und dann. Ja, das ist kacke. Dass es so viel Schaden macht, ist nicht so geil. Können noch eine Runde drin bleiben. Außerdem bitte uns jetzt nicht. Ice Punch kommt wieder. Ja, ist okay. Kein Crit, kein Freeze. Sehr schön. Maybe wie ein Crit. Ah, und eine Beere. Und der hat eine Beere. Zitrobeere wahrscheinlich, ja. Gut, dann müssen wir jetzt schauen. Was könnten wir jetzt hier in den Ice Punch reinwerfen? Ja, nicht so die geilsten Pokémon gegen Ice Punch, bin ich ehrlich. Ja, das möchte ich mir noch aufheben. Du outspeedest nicht. Blade würde outspeeden. Und die anderen beiden. Oh, will ich jetzt ein Blade rein? Boah, ist das eine Kacksituation. Oder ein Granbull, ne? Geh mal raus auf Granbull. Gehen wir mal raus auf Granbull. Da kommt der Ice Punch wieder. Der dürfte eigentlich gar nichts. Der macht halt auch echt gut Damage mit seinem Ice Punch, ne? Ah, oh, ich hab die AP nicht geheilt. Egal. Ja, das tut weh. Das tut weh. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, war das Damage. So, Mädchen ist weg. Das ist ein Pokémon, ey. Habe ich nicht gut gespielt.
Ich hätte nicht gedacht, dass er mit Ice Punch meinen Delegator bricht. Das habe ich nicht gut gespielt. Okay, was kommt rein? Toxicroak. Aha. Wird doch jetzt safe der Giftruf, ne? Das ist halt auch. Aber ich bin ehrlich, wir können jetzt auf Blade rausgehen. Und den mit dem Headbutt ins nächste Nirvana hauen. Weil wir dürften schneller sein. Ja. Das ist halt absolut Dogshit, ne? Warum muss der mich critten? Warum muss der mich critten? Nicht mein Galaga. Mann, da habe ich einmal ein Element. Das überlebt ja auch noch. Den Ice Punch. Da habe ich einmal ein Element. Galagadi und der stirbt mir im ersten Arena-Kampf, wo ich es mal mitnehme, direkt weg. Ich habe Angst, dass er einen Sucker Punch hat. Hat er jetzt einen Sucker Punch? Ja. Ich gehe das Risiko ein. Okay, also nicht. Ich muss das eingehen. Das läuft richtig miserabel. Gut, der hat ganz mit 120.000%iger Wahrscheinlichkeit ein Patroni, der jetzt kommen wird. Wir haben noch ein Heil-Item, das ist schon mal ganz gut. Und ich hoffe, er speziell. Geht nicht auf Patroni, okay. Ich hoffe, dass wir, dass er keinen Thunder Punch hat. Das macht echt gut Schaden. Natürlich kriegt er den Spätstef. Natürlich kriegt er den Spätstef-Drop. Gehen wir auf den Dragon Dance. Die sind nicht mal schon. Dass der den Spätstef-Drop kriegt, Alter. Das ist unfassbar, wie viel Pech wir hier haben schon wieder. Ist das eine beschissene Scheiße schon wieder hier. Der Kampf läuft mal wieder richtig schief. Geht auf den Aquatail. Die treffen immerhin. Plus 1 Aquatail. Kommt schon, Spiller rein, Alter. Der lebt das mit einem KP oder so. Ich glaub's nicht. Ah, der hat einen Sash. Agility. Okay. Ist okay für mich. Ist, I guess, okay für mich. Ich glaube, Eisfänger ist am treffsichersten. Dark Pulse kommt. Ja. Oh, bitte, bitte jetzt aber nicht, ne? Okay, kein Flinch. Ich wollte es gerade sagen. So, das war's mit Lucario. Bleiben noch 3 Pokémon. Das Problem ist, wir haben echt beschissene, nicht vorhandene Switch-Ins. Mach. Oh mein. Das Ding ist, ich lege mich so aus dem Fenster, dass ein plus 1 Bounce den rausnimmt. Das Problem ist, wenn wir nicht treffen, ist Karpfen tot. Flinklaue? Nee, heiß, Toxic Orb. Ich dachte gerade, der Trigger Flinklaue, bitte triff. Bitte kill. Plus 1 Bounce von einem Gyarados. Komm schon. Yes! Yes! Weg mit dir. Geh nach Hause. Mit deinen 4 Armen. Kannst du andersrum befuchteln. Infernape. Selbes Spiel. Wir treffen. Geh weg. Dreckige Affe. Yes. Wichtig. Nächster Kill. Bam. Geh mal her damit. Letztes Pokémon ist... Gelayed. Nein, nicht Gelayed. Warum denn Gelayed? Warum denn mein Herzens Gelayed? Befleckt. Oh nein.
Hat der mit Reflektoren? Ja, jetzt denke ich, überlebt er das? Nein, du nicht. Aber der Schmerz ist unser Gelee tot. Das ist durch ein Crit Ice Punch war es, ne? Ach, Mann. Warum denn aus... jeder hätte aus meinem Team sterben können, aber nicht gelayed, ey. Das ist so belastend. Jetzt gibt es mir den TM-Upload-Tipp und ich kann es mit gelayed nicht nutzen. Geil, weil mein gelayed tot ist. Ich hab Bock. Meine Güte, ey. Raus hier. Ja, dann verabschieden wir uns mal von unserem Blade. Mann, das ist so ein belastender Tod, ey. Und ich stelle das hier mal wieder ein bisschen um, ne? Ich könnte eben nochmal Blue anschauen. Lonely Nature ist nicht so geil und Aftermath, ja, ist okay. Das wäre so echt eine gute Option gewesen, fällt mir gerade auf die Arena, ne? Aber naja. Ich glaube, wir bleiben bei dem Team hier. Also ich habe jetzt hier ein bisschen scannt wieder. Oh, ey, belastend. Ich schaue nochmal kurz wegen Items und TMs und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann wollen wir mal den Doppelkampf hier mit Lucia machen. Oh, hab ich schon gesagt, das ist belastend, das gerade. Ich bin so richtig mad gerade, weil einfach Gelee tot ist. Es tut halt echt ein bisschen weh, ne? Oh, die haben 6 Pokémon, wollte mich eigentlich verarschen. Skuntank und Weezing, mhm. Ja, das Problem ist. Ach, wisst ihr was? Ich geh mal auf Nasty. Ich geh jetzt aber auf Nasty, jetzt reicht's mir. Nasty mit Camilla und geh dann auf das Skuntank, weil ich denke, dass das Kadabra einfach. Genau, das. Gunther, das Mokmox Psychicken wird. Doch, Kinn. Danke. Vielleicht geht er das Skuntank auf Kadabra, dann ist alles gut. Macht das auch. Zusammen in P-Jab, warum auch nicht mit der Unich-Attacke? Aber das geht sowieso fast. Boah. Okay, Golbat kommt rein. Aber ich Thunderbolt das Skuntank, da ich die Vermutung habe, dass es Kadabra immer noch das Goldra gehen, Goldra, auf das Goldbad gehen wird. Goldra, moin. Plus 2 Donnerbits, das war's mit Skuntank. Sehr schön. Und Psychic kommt und das war's mit Golbat. Omod kommt, okay. Und haben die echte Gift-Pokémon? Das Tox, ja, anscheinend schon. Ja, dann sollte das. Ah, der Magic Guard, das kriegt ja kein Toxic, kein Poison-Schaden. Tschüss, Ding. Das war's auch immer mit Pudox. Ja, wenn die nur Gift-Pokémon haben, dann sollte es hier easy werden. Hey, wir haben HM02 Fliegen bekommen. Können wir direkt Aerodactyl geben? Deutsch stärker als Aeroas. Da. Da, zack. Und dann können wir auch endlich hin und her fliegen. Ja. Und tschüss, Aeroas. War nett, schön mit dir. So, dann können wir auch 214 weitermachen. Hier haben wir auch einen neuen Encounter. Oh, neue Trainer. Okay. Was könnt ihr denn so? Was könnt ihr denn mir so entgegenliefern? Dip, 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 dip. Psycho-Abiga mit einem Kirlia. 1130, okay. Das, sollte ja wohl machbar sein für unser Camilla. Hätte ich gewusst, dass es ein Psycho ist, hätte ich natürlich was anderes nach vorne gepackt. Aber Camilla denkt sich so, ich könnte ja alles weg. Denn ich bin einfach Mada, ne? Ein Palim, Palim. Ja, können wir einfach auf den Nubis ausgehen. Denn Chip, der kann gar nichts gegen mich machen. Gar nichts kann er gegen mich machen. Ja, Psychic haben wir schon mal komplett. Ja, siehst du, der kann nämlich gar nichts gegen uns machen. Und ein Girafari kommt rein. Ich glaube, der kann auch noch nicht viel gegen uns machen. Das heißt, der Trainer sollte, glaube ich, relativ machbar sein. Ja, okay, das ist ein totes Girafarik. Magic Code, aha. Ja, von mir aus. Aber, naja. So, dann schauen wir uns mal an, was wir für ein Pokémon hier encountern. Ich bin mal gespannt. Was gibt's hier? Ein Rihorn gibt es hier für uns. Okay. Ja, nehme ich mit. Nehme ich mit.
So, den Trainer Battlefoid machen wir noch in dem Part. Das wird dann in ein etwas kürzerer Part. Aber dafür mit einem Arena-Fight. Carlos mit einem Ducktio. Hat das Ding eigentlich hier, Chap? Ich hab zum Glück Lufthansa vorne. Das heißt, ich weiß nicht, ob der mir was kann. Ich geh einfach mal auf den Fliegen. Tschüss. Und was kann der? Rocks. Oh mein Gott, bitte. Kill einfach. Kannst du einfach killen? Bitte? Danke. Puh. So ein Ducktio mit Ratchet ist immer sehr gefährlich. Aber das ist jetzt zum Glück gut gegangen, ja. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier an derselben Stelle wieder beim nächsten Mal, im nächsten Part. Wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann und tschüss.